Da, guck mal da, guck mal da. Ja, ja, genau. Vergeht kein Tag, wo ich nicht an Feuerwerk denke. Hast du das gesehen? Das ist voll schön. Okay, gucken wir mal. Freut ihr euch das ganze Jahr auf Silvester? Ja. Ja, geht direkt am 1.1. wieder los. Definitiv, also ich denke, auf diesen einen Tag fiebert man hin, wenn man das Hobby hat. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch das ganze Jahr auf Silvester. Manchmal hat man so ein bisschen so ein Silvester-Blues, dass irgendwie so, wenn es gerade vorbei ist, dann kommt man in so einen Down. Ende September fängt es meistens an. Da geht dann so ein bisschen die Vorfreude wieder los immer. Dann fangen ja auch die meisten YouTuber wieder an, Videos zu machen. Dann gucke ich die auch immer, dann kommt selber die Vorfreude. Wie findet ihr ein Böllerverbot? Super. Ja, wundervoll. Scheiße. Also letztes Jahr hatte ich total Verständnis dafür. Ich fand es nicht gut, aber ich hatte Verständnis. Aber dieses Jahr, da reicht es doch, große Ansammlungen zu verbieten. Und wenn jeder in seinem Garten irgendwie was macht, ist das vollkommen in Ordnung. Also ich muss ganz ehrlich mal sagen, mich stört dieses Wort Böller extrem. Weil das wird immer synonym verwendet für Feuerwerk und das ist Quatsch. Unter Feuerwerk, das ist ja nicht nur Böller, sondern das sind auch Raketen. Das sind so Vulkane, die wirklich relativ geräuscharm einfach ein schönes Feuerwerk machen. Böllerverbot, das hört sich immer gleich an, als würden wir Briefkästen in die Luft sprengen. Es ist ja eigentlich ein Feuerwerksüberlassungsverbot. Weil ich sag mal, wenn man noch was hätte, könnte man es ja zünden. Ihr seid Umweltsünder. Ja. Nein. Ja, wir sind alle Umweltsünder. Ach so, ja. Jeder, der Fleisch isst, ist ein Umweltsünder. Wir sind mit dem Auto hierhin gefahren. Ich sehe mich nicht als Umweltsünder. Nee, ich auch nicht, tatsächlich. In den Medien ist es, und da kann ich den Leuten das einfach nicht übel nehmen, wird es so dargestellt, als wäre Feuerwerk umweltschädlich, ist es nicht. Bitte, liebe Leute, vermischt nicht Feinstaub mit CO2. CO2-Ausstoß von Feuerwerk ist wirklich im Mühbereich. Ich meine, die Produktion steigt ja mittlerweile schon um auf komplett Papier, keine Plastikhütchen zum Beispiel mehr bei den Raketen. Das Müllproblem ist halt jeder selbst für sich verantwortlich. Ja, bei mir sieht die Straße nach Silvester deutlich besser aus als vor Silvester, weil man am 1.1. immer erstmal kehrt. Früh aufsteht zum Kehren. Es ist einfach ein sehr, sehr emotionales Thema. Also entweder man hat die Gruppe, die es ganz gut findet, oder halt wirklich die, die es ganz, ganz schrecklich finden und immer den Mund aufmachen. Aber man vergisst da halt, dass wirklich Millionen Menschen an Silvester draußen stehen und hochgucken und sich darüber freuen, dass da eine Rakete zu sehen ist und dass es glitzert und glüht. Ein magischer Moment. Genau, ein magischer Moment, ja. Wie viel gebt ihr an Silvester so aus? Eigentlich wollen alle damit angeben, aber gleichzeitig will es auch keiner sagen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Von bis? Keine Ahnung, 100-200 Euro. Also bei mir hat sich das gesteigert, wirklich von damals 10 Mark mit den Eltern, wo die gesagt haben, aber nächstes Jahr wird es auch keinen Fall mehr. Und dann habe ich so, als man 18 war, das erste Mal für 150 Euro bestellt. Und da dachte ich schon, wow, ja. Und heute muss man tatsächlich sagen, kann man das sagen, ja, so ist man im vierstelligen Bereich angekommen. Zwischen 500 und 600 Euro. Ich würde ganz gerne deutlich unter 1000 Euro bleiben für mein eigenes Portemonnaie. Also bei mir ist mehr, bei mir sind so, ja, so 1000. Beträge mindestens über 1,5 oder auch ein bisschen mehr. Aber gut, wir sind zu viert oder zu fünf, dann ist das schon wieder okay. Ich finde es nicht aus dem Fenster geschmissen. Es ist dann ja eine Stunde Spaß und ja, andere können es vielleicht anders sehen, aber für mich selber ist es halt so. Ihr macht Feuerwerk, damit wir eine gute Zeit haben. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Ja, also das ist ein schöner Spruch, muss ich sagen. Also für mich ist Feuerwerk halt Emotion, Faszination und es macht einfach Spaß. Und es ist eine Kindheitserinnerung. Feuerwerk ist ja für mich, zumindest in meinen Augen, eine Kunst. Und man braucht ein gewisses Farbgefühl, ein gewisses Kompositionsgefühl. Wenn man Musikfeuerwerk macht, auch noch Takt und irgendwie versuchen, die Musik in Bildern umzusetzen. Also wenn das mal alle so sehen würden, besonders in der Nachbarschaft, das wäre eine geile Sache. Also meine Nachbarn sind Fans zum Glück, die freuen sich immer schon auf Silvester. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir da das nur machen, nur für unseren Spaß, sondern auch dafür, dass eben am Ende andere Leute da stehen und klatschen. Leer, das war's. Nichts mehr übrig.